So, und damit begrüße ich euch zum Stream am heutigen, ja, Abend, würde ich schon sagen, ja? Ja, am Abend, am heutigen Abend, definitiv. Wir werden heute ein wenig unsere Schokoladenfabrik weiter basteln in Chocolate Factory und werden dort insbesondere eine Produktionsstätte, nämlich die der Mega-Industrierahmen, denke ich, muss ich mir nochmal angucken, ob wir die nicht nochmal so aufteilen, dass wir zwei produzieren, weil wir brauchen diese Dinger ja nochmal und ich habe wenig Lust, noch eine Produktionsstätte dafür zu bauen. Deswegen denke ich mal, könnte es sein, dass wir da gucken, dass wir die einfach zweiteilen. Vom Gelee her haben wir genug. Wir müssen dann nur die ganzen Zutaten, die wir für Mega-Industrierahmen brauchen, durch einen Splitterturm schicken, den wir dann bauen und einen zweiten Werker daneben setzen und entsprechend einmal unsere Drohnenplattform anpassen. Das sollte ja aber eigentlich tendenziell nicht so das Problem sein. Damit werden wir heute auch anfangen, ehe wir dann in Richtung Vanillehöhle aufbrechen und uns Vanilleextrakt gönnerisieren. Damit das Ausrufezeichen auf der Karte verschwindet. Das werden wir wahrscheinlich analog zum Kaugummi machen. Da werden wir die Höhle ja direkt maximal ausbauen, auch direkt, sodass wir da dann mit einem Förderband T2 aus drei Lagern das dorthin transportieren, wo wir es brauchen. Dann, ich denke mal, das wird nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir noch Gummibärengenerator brauchen. Das kann nämlich durchaus sein, dass wir dafür dann noch eine zweite Produktionsstätte bauen, einfach weil die einfach Unmengen an Strom produzieren. Ich bin natürlich ehrlich, gegen eine vernünftige und ausreichende Stromproduktion habe ich prinzipiell erstmal nichts. Wir werden dann gucken, dass wir... Ich weiß gar nicht, wie es dann genau weitergeht, um ehrlich zu sein. Dann haben wir diese Zitronen... Zitronensäure ist das, glaube ich, die wir dann herstellen noch. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz... Ich habe mein Mikrofon nicht mehr schnell genug rausbekommen. Es tut mir leid, ich entschuldige mich dafür. Dass wir die dann benutzen, beziehungsweise die dann entsprechend produzieren. Ich denke aber, das sollte eher das kleinere Problem sein, ja. Also, das passt ja schon. Mit unserem Jetpack, was wir haben, können wir relativ einfach von A nach B kommen, ohne dass wir groß Probleme bekommen. Und unser Inventar ist ja auch entsprechend schon größer geworden. Dann mache ich euren Bildschirm mal schwarz, genau wie meinen, denn das ist das, was ich aktuell sehe. Nix. Nein, und entsprechend müssten wir jetzt dann gucken, dass wir das Ganze erstmal laden lassen, ganz in Ruhe, weil das natürlich jetzt ultra aufwendig ist. Genau, wir hatten unser Lagerkomplex hier, hatten wir umgebaut im letzten Stream, das haben wir auf Drohnen umgemünzt. Die Produktion auch hier. Wir haben auch hier die kleinen, die in Anführungsstrichen direkt in der Nähe waren, zu Laufbändern gemacht. Da ich aber nicht auf die langen Laufbänder verzichten wollte und alles über Drohnen regeln möchte, habe ich trotzdem gesagt, die langen Laufbänder, die bleiben
Und wir machen nur unser Endlager mit den Drohnen. Ich würde sagen, wir gucken mal eben, ob das hier denn nach meinem Plan läuft. Wenn wir jetzt hier sagen, wir bauen das um. Weil hier dieses eine Jelly-Ding funktioniert ja sowieso nicht. Ja. Warum kommt davon denn nur so wenig an eigentlich? Wo kommen die denn her? Hier kommt ihr raus. Was fehlt denn hier als Eingangsstoff? Warte mal, das können wir doch bestimmt irgendwie hinbekommen. Ja, hier ist so wenig, ne? Und was brauchst du mehr? Du bräuchtest mehr geschmolzene Schokolade. Sag halt einfach, wie es ist. Das ist halt äußerst unpraktisch. Aber das ist mir egal. Wartet mal, das kann man. Warte mal, ich möchte das jetzt ausprobieren. Wenn ich die schon optimiere, diese Produktion im Allgemeinen, dann kann ich es auch richtig machen. Hier entsprechend einfach auch die. Weil ich habe ja dafür habe ich ja auf jeden Fall genug Schokolade. Und hier habe ich auch noch genug Platz. Deswegen machen wir das einfach mal eben. Schokoladentafel. Schokoladenpulver. Wer braucht ihr denn irgendwie? Irgendwas ist komisch. Wartet mal, ich muss mal hier eben was gucken. Weil er zwei geschmolzene Schokolade braucht, okay. Ja.
Ja. Ist ja aber zum Glück nicht so das Problem. Wenn wir hier einen einfachen Verbinder hinsetzen. Okay, da nicht. Vielleicht eher da. Sehr gut. So, die Frage, ist das hier unnötig kompliziert, was ich mache? Absolut und definitiv. Ist mir das egal? Absolut und definitiv. Ich hasse. Manchmal vergesse ich, dass ich ja das Jetpack habe. Dass ich damit halt wirklich einfach ultra hochkomme. So, jetzt haben wir das erstmal ein bisschen optimiert. Das Schlimme ist, das reicht mir noch nicht aus. Weil wir haben ja hier dieses Ding und das ist ja. Also erstmal müssen wir das hier abreißen, leider. Und dich auch. Müssen wir hier das hier einmal alles abreißen. So weit, so gut. So, denn hier müssen jetzt da einer hin. Nee, das passt nicht. Ich möchte die Produktion schon hier oben lassen, ja? Ich möchte jetzt nicht, dass die Produktion einen zweiten Bereich einnimmt. Das ist Quatsch. Aber ich sag mal so und so wäre gut. Nicht genug Ressourcen, was fehlt denn? Industrielle Rahmen fehlen. Ja, ich nehme die jetzt extra nicht aus der Produktionskette, weil die brauche ich da ja auf jeden Fall.
Das sind Balken. Dementsprechend sind das hier Rahmen. Und dann machen wir hier zwei Werker draus, nämlich. Und gleich kommt so ein Turm. Mit Splittern. Und dann ist zwar vielleicht die Produktion ein bisschen langsamer. Aber. Ich sag's, wie es ist. Ich kann es halt nicht ändern, ne? Dieser Turm kommt hier hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Der erste Splitter ist für unsere Lakritzplatten. Das lege ich jetzt einfach so fest. Was produzierst du? Ah, du produzierst das Lakritz, okay. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird, ne? Du produzierst das Lakritz. Rahmen und Balken. Industrielle Rahmen. Industrielle Balken. Industrielle Rahmen. Industrielle Balken. So, wo sind die Lollipops? Lollipop, Lollipop. Wo sind meine Lollipops? Ich hatte hier irgendwo Lollis, ich weiß nur nicht wo. Ah, hier. Okay. Hier, wartet mal. Das Jello hier muss auch weg. Ja, damit ist klar.
Damit ist klar, wie das Ganze zu funktionieren hat. Halt, stopp. Damit ist auch klar, wie das zu funktionieren hat. Denn hier sollen auch Mega-Industriebalken hergestellt werden. So, und du hast hier viel weniger Platz als der andere. Und das bedeutet, hier geht's nicht weiter. Hier, endet die Produktion praktisch mit einem Laufband T1 von dort nach dort zur Drohnenstation. Ich hoffe, dass das funktioniert. Auch wenn die Produktion jetzt vielleicht nicht unbedingt die ultraschnellste ist, was sie aber auch gar nicht sein muss. So, jetzt machen wir mal eben hier, dass die Produktion wieder nach da hinten auch funktioniert, der Transport. Und dann haben wir unser erstes Ziel auch relativ zügig abgeschlossen für heute. Nämlich die Mega-Industrie-Rahmenoptimierung. Das bist du. Und das passt auch vom Lager her. Alles klar. So, Ladies and Gentlemen. Das ist gut. Dann wollen wir doch mal, würde ich sagen, diese Produktionsstätte einmal von oben betrachten, jetzt wo sie fertig ist. Mein Gott, ist das krass, oder? Das ganze Plateau mit Windpark, alles für so ein paar Mega-Industrierahmen. Und das mit dem Jello, das Problem, dass sich das da irgendwie festbackt, beziehungsweise es nicht weitergeht, das hat sich auch geklärt. Eine sehr interessante Fabrik und ich komme mit den Süß-Sauer, mit dem, was da später noch kommt, was ist das? Warte, das ist hier dieses. Mit den süß-sauren Tafeln, dafür brauche ich ja diese Mega-Industrierahmen schließlich, komme ich auch gut in das neue Gebiet rein, in dem wir ja dann hier das hier auch noch produzieren wollen. So. Jetzt die Frage natürlich. Die Frage der Fragen. Was ist klug als nächstes zu machen erstmal, ja? Also wir können Zitronensäure produzieren aus Zitronensaft. Damit können wir, wenn wir Jello, Zitronensäure, Puderzucker, Erdbeeren, saures Fruchtgummi herstellen und damit dann das Süßigkeitenpaket T4. Das können wir prinzipiell erstmal machen, weil das natürlich unabhängig von dem hier ist. Das brauchen wir hierfür ja nicht. Und damit endet ja dann die Linie auch erstmal wieder. Und ich glaube, das ist auch das Erste, was wir tun werden. Ehe wir dann in diesen ganzen Bereich hier reingehen und da in die Fabrik in dem Sinne weiter ausbauen. Weil dafür brauchen wir nämlich nur Jello. Und für Jello brauchen wir nur Gelatine und Jellysaft. Ich meine, da haben wir doch hier sowieso noch eine ganze Produktion, die auch ab und zu mal still steht hier, ne, von dem hier. Da haben wir nämlich noch einen Punkt offen.